Hallo, hier ist euer Systra mit dem ja schon angekündigten Review zum Motorsport Manager, zum neuen DLC, zu der Endurance Series. Ja, ich würde euch das Ganze mal ein bisschen zeigen, was das eigentlich ist, diese Endurance Series, diese Ausdauer, diese Endurance Cup, diese Ausdauer-Serie, was jetzt neu dazu gekommen ist im neuen DLC. Das Ding gibt es für 8 Euro, den DLC, für 7,99 Euro auf Steam. Und ja, dafür machen wir kurz eine neue Karriere. Das bitte nicht. Na, ihr seht das hier schon, Langstrecke, 90 Minuten, 180, 360 Minuten. Alles andere eigentlich als die kurze macht fast keinen Sinn bei der Langstrecke. Das macht fast gar keinen Sinn. Weil das dauert, die dauern wirklich ewig. Das ist in Ordnung, das ist jetzt völlig wurscht. Hier gibt es auch nichts so weit Neues, das überspringen wir jetzt auch. Wir werden aber jetzt hierfür ein neues Team erstellen. Und zwar für die Langstreckenserie. Es gibt zwei Klassen, die B-Class und die A-Class. Der Punkt ist, die fahren immer gleichzeitig. Beide haben 8 Rennen in der Saison grundsätzlich und die fahren immer gleichzeitig. Sie sind alle Fahrzeuge, die sind quasi gleichzeitig auf der Strecke. So, das ist der Punkt. Das hat einen gewissen Nachteil, das zeige ich dann. Was erkläre ich denn mal? Ich überlege jetzt, welche ich gehe. Das ist die Frage, was machen wir? Ne? Ihr seht schon, das sind halt unterschiedliche Modelle. Ne? Das sind halt die richtig schönen Nummer-Prototypen hier. Das sind neue Veranstaltungen, gibt es sogar. Die gehen mal in die. Ja, in die B-Class gehe ich mal. Ich erkläre dann auch den Unterschied. Ich habe mir beide Klassen mal angeguckt. Genau. Genau, das lasse ich jetzt, ist alles egal. Logo-Design und so weiter ist ja alles wie gehabt. Uniform, Fahrzeug, alles wie gehabt. Das lasse ich so, ja. Dann kannst du hier auch wieder auswählen. Dann und Teil, ja. Teststrecke, Finanzpaket. Die Teamfähigkeit finde ich halt eigentlich immer mit am geilsten. Das ist hier auch nochmal so ein ganz bisschen anders. Aber das zeige ich gleich alles. Alles ganz in Ruhe. Jetzt starten wir das Ganze erstmal, wenn wir ins Menü kommen. Dann bin ich nämlich mal interessiert, wie das auch finanziell seitens, also seitens, ja, finanziell aussieht, wenn du quasi eigenes Team gründest. Das könnte hier ein Problem sein. Weil ich glaube, das finanzielle Balancing stimmt auch noch nicht so richtig. Also, wir haben 10 Millionen, haben 2 Millionen minus pro Rennen. Das wird nicht ganz so sein, wenn wir mal Sponsoren kriegen würden. So, und zwar erstmal gehen durch Nachrichten mal durch, dass das mal wegkommt, dass uns das hier mal nicht stört. Ja, 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 ja. Wir nehmen mal den 6. und kriegen nochmal 12 Millionen, das heißt, wir haben 22 Millionen Startgeld. Ja, das heißt, da bist du deutlich besser dabei, muss ich klar sagen. So, jetzt zeige ich euch die erste Neuerung. Die ist jetzt DLC unabhängig. Das kam jetzt raus mit dem Patch, der dazu gehört. Und das ist die Boxencrew. Du hast jetzt tatsächlich, man hat jetzt eine Boxencrew, die müsst ihr hier auch zuteilen. Man kann die auch automatisch verwalten lassen. Ihr seht momentan, ist was wir haben hier ziemliche Scheiße. Die Boxencrew kostet auch Geld. Ne? Und die haben auch Ausdauer und die geht irgendwann runter und dann müsst ihr sie austauschen. Und ihr seht momentan, ist das eigentlich alles Grütze, aber das interessiert uns auch nicht. Wir könnten hier einstellen. Der ist gar nicht schlecht, den würde ich einstellen, der kostet halt. Ne? Und den könnte ich dann hier tauschen. Der ist relativ gut bei Reifen. Tausche ich den hier mit rein, dann wäre der schon mal deutlich besser. Man könnte noch mehr einstellen. Ne? Die haben eine gewisse Fehlerchance. Der wäre auch nicht schlecht. Ne? Also ich glaube, mit 20 Millionen hast du hier eigentlich überhaupt keine großen Probleme. Weil wir haben noch keine Sponsoren drin, also ne, den könnte ich jetzt auch eintauschen von mir aus hier rein. Dann wäre ich hier schon besser besetzt zum Beispiel. Dann könnte man natürlich einen rauswerfen, der halt total scheiße ist. Nämlich mir Hamlet und schmeißen raus. Und dann sorgt den und dann habe ich schon wieder ein bisschen Geld gespart. Ne? Ihr seht, die Boxencrew kostet uns auch 42.000. Ne? Die sind jetzt nicht so irre teuer, aber das ist halt so die erste Geschichte. Da sieht das auch beim Boxes-Top anders aus. Und das ist das Erste. So, jetzt gehen wir mal den ersten Unterschied bei den Langstrecken. Das sind nämlich die Fahrer. Man hat jetzt nämlich pro Auto drei Fahrer. Ne? Zwei Autos, drei Fahrer.
No. Und da könnte man natürlich auch dann entsprechend bessere Fahrer einstellen und so weiter. Das hat gewisse Vor- und Nachteile, sage ich mal so. Der Vorteil ist, in den Trainings kannst du auf die Fahrer zurückgreifen, die gutes Feedback haben. Das ist immer vorteilhaft. Die Fahrer dürfen im Rennen dann aber auch nur eine gewisse Zeit fahren. Nur, also nicht mehr als 40% des Rennens darf ein Fahrer gefahren sein. Das heißt, man muss dann auch tauschen. Die Fahrer wechseln wieder so in Rennstrecken, so ist. Das ist der erste Punkt. Wir können mal ein bisschen reingucken. Ne? Der ist offen für Langstrecken. Angestellt werden. Aha, tüchtig. Es ist auch was Neues. Da gibt es neue Traits, glaube ich. Dumm. Oh, okay. Der ist dumm. Wir gucken uns das mal an. Ne? Er wäre zufrieden. Er ist Konzentration, aber Moral ist gut. Flexibilität ist. Was? Okay. Das ist jetzt ein Wert, da müsste ich mal schauen, weil ich weiß nicht, wo der steht so richtig. Mit dieser Flexibilität. Den sehe ich nämlich nirgendwo so richtig, offen gesagt. Ich jetzt mal genau gucke. Sabrina Cabero. Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen mit dieser Flexibilität, weil die sehe ich nirgendwo so richtig. Ist jetzt auch egal. Das muss ich mir irgendwann nochmal anschauen. Flexibilität ist nämlich insoweit wichtig. Die passt sich dann besser auf das Setup an. Wenn die quasi den Wagen steigt mit höherer Flexibilität, passt sie sich besser an. Interessanterweise fällt mir gerade auf, dass ich den Wert hier nirgendwo richtig sehe. Weil ich bin jetzt blind. Entschuldigung, ich bin verschnupft. Ja, egal. Wir gucken mal weiter durch. Dann hätten wir die Steamfähig, Beziehungen und so weiter. Sehr, sehr cool. Immer gut. Hitzköpfig. Ja. Enthusiastisch. Auch nicht schlecht. Das ist neu, definitiv tüchtig und offen für Langstreckenrennen. No. Kurdjäger, dann haben wir wieder dumm. So, das ist die erste Änderung. Dann haben wir natürlich Änderungen an dem Wagen. So ein bisschen, also Teilentwicklung. Ja, die haben halt ein bisschen andere Teile. Die haben jetzt Nase und Heckflügel, die man hier entwickeln kann. Ansonsten ist es an sich dasselbe. Die Zuverlässigkeit geht im Rennen etwas langsamer runter. Das heißt, wenn wir jetzt hier verbessern, ganz normal, das geht im Rennen nicht ganz so schnell runter. Das ist deutlich langsamer. Aber ihr seht, wir haben gar keine Leistung in den Teilen. Das ist richtig, richtig schlimm. Ich mache jetzt aber auch nichts weiter. So. Das ist quasi das Erste. Bei den Sponsoren, das ist jetzt, glaube ich, der Durchschnitt aller drei Fahrer im Auto. Das ist schon echt eine Nummer. Das ist nicht so klasse. Das stört mich jetzt eigentlich fast noch mehr, weil du brauchst, ja, du musst da noch ein bisschen mehr rechnen. Was nämlich jetzt so Fahrer wegen der Marktfähigkeit. Wir laufen mal weiter bis zum ersten Rennen, dass ich euch die weiteren Änderungen mal so ein bisschen zeigen kann. Aber das ist so das Erste. Hier hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Ja, das wollen wir jetzt nicht. Interview, gibt es auch ein paar neue Fragen, haben sie auch ein bisschen geändert noch. Wie gesagt, ich habe nach Devil in the Detail nicht so viel gespielt. Da gab es halt eine hauptsächliche Änderung und die stört mich bis heute noch. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir gehen jetzt den gleich ins Rennen. Dann zeige ich euch mal so ein bisschen was. Ja, das ein bisschen mehr, das interessiert überhaupt nicht. Weiter. Jetzt kann man hier erstmal Reifen wählen. Und zwar haben wir jetzt erstmal sehr viel Regen. Das heißt, ich würde quasi zwei harte, vier mittlere und alles andere weich nehmen, denke ich. Oder fünf sogar, machen wir es so. Und zwar ist es nämlich so, bei der Serie, das zeige ich aber gleich mal, wir gehen einfach mal ins Rennen. Also bei der Klasse ist der Tank größer. Das heißt, da kann man ein bisschen längere Stints fahren. Bei der ersten Klasse, bei der A-Klasse, hast du einen Tank, der reicht quasi gerade so lange, wie deine weichen Reifen mehr oder weniger halten. Und das ist so ein bisschen das Problem. Das ist Kritikpunkt, aber das erkläre ich dann gleich. Dazu sage ich dann gleich noch was. Wie gesagt, das Review grundsätzlich eine gute Geschichte, aber das Video wird nicht besonders positiv ausfallen. So, da kommt die nächste Änderung. Man musste Fahrer Priorität setzen. Man kann hier aufpassen, weil das Setup geht ja für drei Fahrer. Jetzt kann man für einen eine gewisse Priorität setzen. Für wen soll das am besten sein? Wer soll davon am meisten profitieren? Da muss man mal ein bisschen gucken. Ja, würde ich hier lassen. Hier unten ist die eingestellt. Ja, 12, 10, 7, 8, 8. Ja, der hat, ist die sind alle Größe. Kann ich auf den Umständen, hat er nämlich halbe Sekunde Bonus dann durch das Setup, das finde ich ganz gut. Denn halt normale Konfiguration. So.
Hier kann man jetzt dann natürlich auch entsprechend, wenn ihr Trainings seid, einfach Fahrer auswählen, der fahren soll. Dann nimmt ihr natürlich sinnvollerweise den Fahrer, das meiste Feedback hat. So, wir simulieren das aber erstmal. Das sieht dann noch ein bisschen anders aus. Da gehe ich hier auch mal 40, dass wir das mal schnell durchlaufen lassen. Das könnte auch mal schneller sein, ehrlich gesagt. Lol. Boah, wir sind sogar richtig, richtig schnell. Was zum Geier. Okay, alles klar. Ja. Ringbedingungen. Wir sind aber sogar relativ schnell, muss man mal sagen. Mit deinen 26, die war richtig, richtig schnell. Das hat auch noch einen Grund, das habe ich noch vergessen. Das muss ich in Optionen dann nochmal zeigen. Das habe ich komplett vergessen. Muss ich gleich mal dran denken. Das ist jetzt ein bisschen blöd. So, weiter. Och, richtig schnell. So, in der Qualifying gibt es eine Besonderheit. Das ist auch in Ordnung, das ist auch richtig so. Boah, deutlich schneller. Okay, also hat die Option anscheinend. Ja, die zeige ich dann doch. Die zeige ich euch dann gleich noch. Eine bestimmte Option, die sie jetzt eingeführt haben, das hat da doch scheinbar ein bisschen mehr Wirkung, als ich gedacht hatte. Also Qualifying werden wir auch simulieren. Genau. Ihr müsst jetzt nämlich zwei Fahrer pro Wagen auswählen. Und beide müssen eine Runde fahren. Und der Durchschnitt der Runden wird dann halt entsprechend zusammengezählt. Das ist auch richtig so, das ist auch tatsächlich so. So, also. Grundsätzlich, wenn ich was sage, dann weiß ich auch ein wenig, wovon ich rede. Ich bin schon seit langen Jahren Motorsport-Fan und kenne mich da auch ein bisschen aus. So, wir werden das jetzt auch simulieren. Dann seht ihr das gleich. Ich es laufen lasse. Es müssen beide Fahrer tatsächlich gefahren sein. Und der Durchschnitt wird dann hier erst gewertet quasi. Ihr seht das Durchschnitt. Da Fahrer 1, Fahrer 2, Durchschnitt. Seht ihr. Und das ist so ein bisschen die kleine Besonderheit und das macht es ein bisschen trickiger, gerade bei wechselnden Bedingungen. Ist das ein bisschen tricky unter Umständen. Da könnt ihr aber auch sehr von profitieren. Aber ihr seht, wie eng das hier zusammen ist. Ja. Nicht schlecht. Das geht voran. Sehr schön. So. Hier gehen wir mal weiter. Na, ihr seht, Durchschnitt und so. Ihr habt es gesehen, was ich meine. Das ist so die Besonderheit beim Qualifying. So, jetzt gehen wir ins Rennen. So, ist wieder mal, das haben sie wunderbar gemacht, die auch mit diesem fliegenden Start. Finde ich sehr, sehr klasse. Wir nehmen kurz den Rennturm rein. So. Fahrzeug Konfiguration, alles in Ordnung. Jetzt gehe ich mal hier rein. Na, ihr müsst halt erstmal festlegen, welcher Fahrer startet. Das ist Kurt Jäger. Ihr seht, er dürfte maximal 49 Minuten 30 fahren. Na, hier ist das sogar noch etwas höher, glaube ich. Hier ist es höher gestellt. Das ist, glaube ich, eine bestimmte Regel. In der ersten Klasse ist es niedriger. Das heißt, hier könnte man tatsächlich mit zwei Fahrern durchfahren. Die haben auch einen gewissen Ausdauerwert. Wenn ihr nicht genug Ausdauer habt, dann klappt das nie. So. Wenn ihr, ne? So. Müsste wählen für jedes Auto. Dann natürlich ganz normal die Reifenwahl. Ihr seht, die halten hier bis 12 Runden, 13 bis 15 Minuten. Das heißt, die haben auch eine größere Haltbarkeit, weil er einfach auch nicht gut ist. Ja. Weil da muss man sich halt überlegen, was fährt man. Natürlich ist die Frage, was machst du? Weil mit dem kommst du hier nicht weit. Mit der knapp 13 Minuten Fahrzeit machst du 10 Stops. Das ist schwachsinnig. Die halten schon eine halbe Stunde, ne? No. So. Dann würden wir auf Medium fahren. Also, das macht keinen Sinn. Also hier könnt ihr für 24 Runden tanken. Bei dem anderen wäre das hier nur für 16 Runden. Und das ist, ja, das ist halbwegs in Ordnung. Nur das Problem ist, rein strategisch macht es dann teilweise, das kann ich ein bisschen schlecht zeigen, vielleicht zeige ich es doch irgendwie so ein bisschen im Rennen gleich mal, was ich meine. Rein strategisch macht es dann keinen Sinn. Alles andere keinen Sinn, als tatsächlich die weißen Reifen nur zu fahren. Nur weiche und Medium, die harten machen keinen Sinn. Und warum zeige ich auch gleich so. Wir gehen einfach mal weiter. Das ist in Ordnung. Ich starte jetzt das Rennen einfach mal. Und dann zeige ich euch was. Da gibt es nämlich noch eine Neuerung. So, starten. Na, ihr seht, beide Klassen fahren auf einmal. Ihr seht gleich, das ist ein bisschen das Problem, was ich meine. Das erste Problem, was ich meine, ist das hier. Ich lasse jetzt mal den Sound ein bisschen. Ich weiß nicht, ja, ihr hört ihn dann wahrscheinlich. Also, die nächste Neuerung ist, man kann jetzt auch bis mal 12 hochgehen. Ich gehe mal auf mal 2, dass das hier mal vorangeht. Ich mache gleich sofort einen Boxenstopp, um euch das mal zu zeigen. Das erste Problem, was ihr hier seht, ist,
Ihr seht nicht, zu welcher Klasse der ihr gehört. Das fehlt mir hier leider. Das macht es teilweise extrem unübersichtlich im Rennen. Dann, ihr wisst tatsächlich nicht, wo steht die Konkurrenz. Sind die Fahrzeuge mit harten Reifen? Ja, teilweise fahre ich hier zu Minimum und Soft. Ja, ich mache jetzt mal kurz plus 12. Mal 12, ihr seht, fliegende Runde, die fliegen erstmal rum und dann kommt der fliegende Start. Sehr cool gemacht, finde ich auch gut so. Das ist wirklich das Positive. Und dann kommt gleich die Negative. Ihr seht, das ist extrem schnell so. Ich lasse euch gleich mal in die Box. Wir machen mal frische Reifen. Wir tanken ja nach. Ihr könnt jetzt automatisch hier auffüllen. Das brauchen wir jetzt nicht. Aber dann zeige ich das, was ich jetzt meine. Ich lasse mal auf mal 4. Jetzt gehe mal kurz auf mal 12. Ich will ja gleich mal gucken, wie hier die Aufnahme ist. Und ich sage auch gleich, warum ich hier auch kein Let's Play dazu machen werde. So. Was jetzt nämlich passiert ist folgendes. Die wechseln die Reifen gleichzeitig. Das ist das Problem. Die wechseln die Reifen gleichzeitig. Und das ist das Hauptproblem. Das ist eigentlich nicht so. Das darfst du eigentlich in der Langstrecke, soweit ich weiß, nicht machen, wenn sich das nicht geändert hat. Dürfen eigentlich nicht alle 4 Mechaniker gleichzeitig am Auto arbeiten. Und das ist das Problem. Und das ist ein großes Problem. Ich stopp mal kurz, ich pausiere jetzt mal. So, das ist das erste große Problem. Dadurch macht es, wenn du nur einen Tank von 16 Runden hast, der quasi gerade auf die soften Reifen passt, keinen Sinn, irgendwas anderes als softe Reifen zu fahren. Du kannst nämlich nicht so richtig, es ist nämlich dann nicht so richtig sinnvoll, quasi Doppelsten zu fahren. Was man ja auch gerne macht in der Langstrecke ist, weil die Reifen, also bei 24 Stunden ist es oft so, Reifen halten ja länger als der Tank. Was sie gerne machen ist Doppel- bis Dreifach-Stint. Das heißt, die fahren zwei, drei Stints auf den gleichen Reifensatz, weil der hält das ja. Nur, und der Reifenwechsel kostet dadurch halt sehr viel mehr Zeit, dass die ja nicht alle 4 gleichzeitig wechseln dürfen. Dadurch kostet der Stop halt entsprechend viel, viel mehr Zeit. Deswegen wird halt nur nachgetankt auf dem Reifen weitergefahren. Bei 16, ja, beim Schiff für 16 Runden wäre das hier strategisch saugeile Geschichte. Könnte man das total geil machen. Total genial, quasi machst du ein Doppelsinn. Tankst nur nach, das macht aber keinen Sinn. Und fährst auf einen harten quasi Doppelsinn. Das macht keinen Sinn. Weil die Zeit, die du auf einen harten Reifen verlierst, ist viel höher als das, was das Stop dich kosten würde. Weil du eben alle 4 Reifen gleichzeitig wechselst. Also macht alles andere strategisch keinen Sinn. Und das ist der erste große Kritikpunkt. Balancing überhaupt nicht gelungen. Die haben es einfach nicht geschafft, das Balancing da richtig hinzukriegen. Es ist, gelinde gesagt, eine Katastrophe. So, ich hätte mal Boxenstopp natürlich auch den Fahrer wechseln müssen. Oder wechseln können. Wechseln müssen nicht. Aber das ist so etwas, was ich auch meine, das ist gelinde gesagt eine Katastrophe. Das ist Mist. Da haben die richtig Potenzial verschenkt, mit dass die halt, die nicht gesagt haben, ihr macht ja einzeln und der Stop kostet entsprechend viel. Na, wir können uns das mal angucken. Wenn ich ja, ne, die Reifen kosten 30 Sekunden, ist klar. Okay, Reifenwechsel würde 30 Sekunden, das ist Quatsch. Der ist auch Quatsch. Der kostet schon viel Zeit. Es macht aber keinen Sinn. Es macht eigentlich keinen Sinn, weil die sind so erheblich schneller. Die sind einfach auf die Zeit so wesentlich schneller, dass das macht keinen Sinn. Das ist der Punkt. Das Nachtanken dauert nicht so lange, aber normalerweise kostet das wesentlich mehr Zeit, weil die eigentlich nicht alle 4 gleichzeitig arbeiten dürfen. Und dann macht sowas Sinn. Ob das jetzt hier Sinn macht, ich bezweifle es ehrlich gesagt. Ja. Der kostet schon eine ganze Ecke Zeit. Das müsste mehr Zeit kosten als nur 29 Sekunden. Und das kostet bei uns so viel Zeit, aber auch, weil wir keine gute Crew haben natürlich. Das ist wohlgemerkt auch der Fall. Ja. Das heißt, das würde, man könnte das schon fahren, klar. Ne, 2 Doppelstint auf einen harten Reifen, zack, zack, klar, geht. Die kosten allerdings sehr, sehr viel Zeit. Das kostet mehr Zeit, als weiche Reifen zu fahren. Das ist das Problem. Das ist halt das Erste, da verschenkt man Potenzial, was man hier wirklich gehabt hätte auf der Langstrecke. Tatsächlich solche strategischen, taktischen Spielchen zu machen, das geht leider nicht. Das ist halt das Problem. Das ist halt das Erste. Das Zweite ist diese komische Geschichte hier bei der Fahrerausdauer. Ja klar, die haben Ausdauer, irgendwann sind sie platt. Irgendwann sind sie müde, sind sie platt, logisch. Dann hast du ja aber so einen komischen violetten Punkt, der für mich vollkommen sinnlos ist. Das ist irgendwie so eine Wohlfühlzone. Wenn da eine Ausdauer ist, da fühlt der Fahrer sich richtig wohl. Was zur Hölle soll dieser Schwachsinn? Leute, ganz ehrlich, was soll dieser Blödsinn? Völlig unnötig, völlig sinnlos, totaler Schwachsinn. Ich weiß nicht, ob es das tatsächlich so gibt. Unnötig, braucht kein Mensch. Warum macht man sowas? Total Stuss.
So, das ist der nächste harte Kritikpunkt. Oder Kritikpunkt. Ja. Wie gesagt, erstens, verschenktes Potenzial strategischer Seite durch eben so ein nicht wirklich ausgereiftes Balancing. Der letzte Kritikpunkt, das ist der härteste, so mit Abstand. Es ist Tire Heating. Die Reifenerwärmung hier ist gelinde gesagt im Moment immer noch eine absolute Katastrophe. Die haben es nicht geschafft, innerhalb von zwei Patches das richtig hinzukriegen. Das ist eine Katastrophe. Und zwar als Beispiel in der Serie war, als ich das Getest quasi mir angeschaut habe, Regenwetter, Intermediate-Wetter. Nur von der Nässe her ziemlich optimal auf die Intermediates, also gut so Mitte, optimal bei 19 Grad, ungefähr 18, 19 Grad Streckentemperatur. Ich bin gefahren auf aggressiv, damit die überhaupt Temperatur kriegen. Die sind total schnell überhitzt. Sobald ich ja angreifen gefahren bin, sind die komplett extrem schnell überhitzt. Das ist meiner Meinung nach völliger Schwachsinn. Wir können uns das mal ein bisschen angucken. Das mache ich bei der. Wir greifen mal an. Wir haben jetzt 20 Grad Schnitttemperatur. Wir gucken uns mal, wie schnell die überhitzen. Schaut sich an. Ich bin aggressiver und die überhitzen unglaublich schnell bei 20 Grad. Gut, das sind Softs. Gut, das sind Softs, das kann ich noch nachvollziehen. Mal gucken, wie das bei den Mediums ist. Der kriegt die Mediums zum Beispiel gar nicht auf Temperatur, wenn ich aggressiv werde. So, jetzt fahre ich aggressiv. Und jetzt werden die irgendwann total schnell überhitzen. Die müssen aber im bestimmten Bereich eigentlich bleiben. Die dürfen dann, ey, das ist ein Blödsinn. Das ist. Ah, die gehen jetzt höher und höher und höher und höher und höher. Ich lasse mal aggressiver fahren. Ne? Die fährt jetzt normal und die Softs überhitzen trotzdem. Die greift überhaupt nicht an. Die Softs überhitzen trotzdem. Bei 20 Grad, Leute, seid ihr schwachsinnig? So, jetzt lasse ich normal fahren. Mal gucken, was passiert. Wir gucken uns das einfach an. Ich gehe jetzt nicht auf die Abnutzung. Die überhitzen weiter, die Soft, obwohl die normal fährt. Bei 20 Grad Temperatur völliger Schwachsinn. Die überhitzen viel zu stark. Total Blödsinn. Die gehen auch gar nicht runter großartig. Die gehen sehr, sehr langsam runter. Gehen runter jetzt auf normal. Ja. Ist in Ordnung. Es sind aber Mediums. Bei 20 Grad, dann müsstest du eher aggressiv fahren, dass die überhaupt Probleme kriegt. Ja, dann hast du noch die Geschichte, das verlässt automatisch bei abgenutzten Reifen. So, wir gucken uns das einfach mal an. Der überhitzt das immer noch, die Softs überhitzen immer noch. Das ist Soft, das ist eine mittelharte Mischung von Fluch nochmal. Das sind keine Super Softs oder sowas. Der fährt ein bisschen aggressiver, die überhitzen komplett. Das sind Mediums, Alter, bei 20 Grad. Völliger Schwachsinn. So, ich kann es mal stoppen, Leute. Ich spaß mir, aber das regt mich richtig auf, dieses Tire Heating. Und das ist etwas, was das Spiel für mich komplett kaputt macht. Das haben die völlig vergeigt, das Tire Heating. Das ist wirklich daneben. Der fährt aggressiv, die werden zu heiß bei 20 Grad Streckentemperatur. Leute, was zum Teufel? Ja, nein, irgendwie, ja, aber nein. Bei den Softs ist Medium, das ist die zweithärteste Reifenmischung. Das dürfte gar nicht passieren. Das, wenn ich bissend angreife bei 20 Grad Außentemperatur, nein, die würden nicht so überhitzen. Das ist Quatsch. Und gerade bei den Intermediates, wenn nasse Bedingungen sind, bei trockenen Bedingungen ja, bei nassen Bedingungen vergesst es. Da musst du ein bisschen alles überfahren, sonst würden diese, kriegst du keine Temperaturen bei 19 Grad. Ne? Und das ist, was ich meine. Wenn die Softs überhitzen hier komplett, das heißt, kriegst die Reifen nicht gemanagt. Das ist eine absolute Katastrophe. Du kannst keine Reifen richtig managen. Und du siehst, wie die fahren zum Teil übelst aggressiv auf den Reifen. Gut, die fahren den harten. Der würde hier gar keine Temperatur eigentlich reinkriegen. Bei 20 Grad mit den ganz harten Reifen hättest du wahrscheinlich schon Probleme, Temperatur in den Reifen zu kriegen. Selbst bei aggressiverer Fahrweise, der würde kaum in den mittleren Bereich kommen. Aber ihr seht, was passiert bei den Softs. Die kann ich gar nicht managen. Die überhitzen viel zu schnell die Reifen. Das ist Mist. Das ist meines Erachtens ganz, ganz großer Mist und das stört mich. Und das ist mit dem Grund, warum ich hier kein Let's Play machen werde und das Spiel auch erstmal links liegen lasse, weil das haben die Entwickler für mich vergeigt. Also komplett. Das ist halt etwas, das regt mich als Motorsport-Fan wirklich auf, wenn sowas ist, weil das ist nicht mehr managebar. Und auf noch softeren Reifen, das ist nicht zu managen. Das ist das Problem. Der Hauptfehler, den die Entwickler hier gemacht haben. Die haben keine Streckentemperatur reingemacht. Die haben nur Außentemperatur. Was sie nicht gemacht haben, ist, Streckentemperatur mit reinzunehmen. Die ist nämlich auch mit sehr stark dafür verantwortlich, wie die Reifen abnutzen. Höhere Streckentemperatur, stärkere Erhitzung der Reifen, logischerweise. Und das ist hier leider nicht mit drin. Und dadurch kriegen die das nicht hin. Oder diese Außentemperatur wird nicht ausreichend mit einbezogen. Oder viel zu stark. Oder weiß der Geier.
Auf jeden Fall, es ist scheiße. Das ist mein härtester Kritikpunkt. Dieses Tire Heating kannst du vergessen. So, ich bin jetzt nochmal in die Optionen gegangen. Da will ich nämlich noch was zeigen. Also bei den Spieleinstellungen gibt's seit Devil in the Detail eine nette Einstellung. Das ist diese Schwierigkeit Rennstrategie. Da kann man auf realistisch stellen. Das Problem ist, es ist so anscheinend, angeblich soll da die KI klüger sein bei den Boxenstopps. Das Problem ist, es ist dann, also wenn ihr auf realistisch lasst es bleiben, fahrt es nicht. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, was da passiert. Also da scheint die KI einfach irgendeinen Boost zu kriegen, dass die deutlich schneller sind im Rennen. Es ist total merkwürdig und es ist total gar nicht nachvollziehbar, warum die plötzlich auf der Strategie so viel schneller waren. Lasst es bleiben. Auch wieder irgendwas, was wirklich dahingeklatscht ist und nicht gelungen ist. Also Mist, das ist, lasst es bleiben, fahrt auf normal. Da könnt ihr es nachvollziehen, was passiert auf realistisch. Das war, habe ich in zwei Rennen ausprobiert. Es ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar gewesen, warum die Konkurrenz so viel schneller war. Oder nicht wirklich. Sagen wir mal so. Die sind dann schon ein bisschen klüger, schon ein bisschen besser, ja. Aber es ist zum Teil einfach nicht nachvollziehbar. Das ist das Problem. So. Und das nächste, was jetzt reingekommen ist, ist diese total blödsinnige Geschichte. Und das ist diese Rennschwierigkeit, wo du die KI-Fahrerstufe noch einstellen kannst. Ich bin jetzt auf minus 10 testweise gegangen. Ich habe das mal so ein bisschen minus 10 und minus 2 verglichen. Also es waren bei der höheren Stufe ungefähr eine halbe Sekunde Unterschied, was die langsamer waren. Viel zu wenig. Sorry, Leute. Viel zu wenig, viel zu sinnlos. Was soll dieser Blödsinn? Ganz ehrlich, was zum Teufel soll dieser Blödsinn? Das ist eine harte Kritik an den Entwicklern. Es ist ein Managerspiel, ein Rennmanagerspiel, ein Rennshootmanager. Das braucht sowas nicht. Das ist hohl, das ist Blödsinn. Aber es scheint doch was zu bringen. Also wenn ich auf wie sehen, es war ja doch, wir waren noch relativ weit vorne. Es braucht kein Mensch. Warum macht man sowas? Völliger Blödsinn. Also ganz ehrlich. So. Dann gibt es die Supergeschwindigkeit, das könnt ihr euch hier dann nochmal einstellen, wo, was, wie und wann wird das langsamer und wann schneller und so weiter. So. Aber wie gesagt, da, das ist für mich schon wirklich harte Kritik, die ich hier üben muss. Und meines Erachtens, ja, kannst du verwerfen. Meines Erachtens, das Spiel braucht ein neues Entwicklerteam, das auch ein bisschen mehr Ahnung hat. Ganz offen gesagt, das ist nix. Das ist absolut nix. Also es werden hier Entscheidungen getroffen mit solchen Optionen, die völlig sinnlos sind. Man merkt das jetzt da beim Balancing. Die kriegen es nicht hin. Die kriegen es nicht hin, das einfach richtig zu machen, das Balancing. Ich hoffe, es kommt jetzt dann irgendwas, dass sie noch einen kleinen Balancing-Patch hinterher schieben, irgendwie da noch was machen. Ansonsten ist das Spiel für mich jetzt erstmal so ein bisschen gestorben, weil, wie gesagt, das Tire-Heating, das Tire-Management geht gar nicht mehr. Es ist nicht mehr machbar. Das ist absolut unmachbar. Also selbst bei 30 Grad Temperatur, das hätte ich ja verstanden. Ja, da wäre es in Ordnung gewesen. Aber ihr merkt schon, das ist mit 20 Grad aus dem Auto. Ich kann es nicht mehr managen. Das ist nicht mehr steuerbar, weil die Reifen so schnell überhitzen. Das ist Blödsinn. Also, sie sind total vergeigt. Die haben einige Sachen, die sie gut gemeint haben, leider völlig vergeigt, weil sie einfach keine Ahnung haben. Und das muss ich leider so sagen. Und ja, da würde mich eure Meinung dazu interessieren. Was seid ihr dazu? Habt ihr euch das schon mal angeguckt, die ganzen Neuerungen hier? Und ja, schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, wie gesagt, das ist auch der Grund, warum es dann kein Let's Play geben wird. Was ich mir schon überlegt habe, ich mache ein Let's Play, aber als ich es mir jetzt angeguckt habe, habe ich gesagt, nö, kein Bock. Weil dieses Reifenmanagement gibt mir so auf den Keks, dann drehe ich ab, das nervt mich einfach nur. Es gibt mir nur auf den Keks, ja, es gibt mir nur auf den Keks, es gibt mir nur auf die Nerven. Und weil du kriegst es auf Soft nicht gemanagt. Das war halt das Problem. Eigentlich macht keinen Sinn, alles andere als Soft zu fahren. Es macht aber auch alles andere keinen Sinn, als dann. Zum Beispiel auf der Höhe, es wird nicht Sinn machen, Soft zu Medium zu fahren. Von den Tire Heating musst du aber Medium fahren. Und das ist das Problem. Das ist komplett, es fehlt das Balancing. Die haben mit den Devils in den Detail Patch eher mehr kaputt gemacht, als dass sie jetzt richtig was, als dass der wirklich was gebracht hätte. Und ja, wie gesagt, schreibt mir eure Meinung dazu. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Sisra. Ciao.